Denn ich bin davon überzeugt, dass das, was wir hier erleben auf dieser Welt, in Wahrheit ein Totenkult ist. Und das klingt natürlich jetzt erstmal sehr merkwürdig und widersprüchlich. Und ich habe heute leider nicht die Zeit, dieses Thema vollständig zu beleuchten. Ich will es nur mal so ansprechen, weil wir das auch in der Zukunft immer wieder mal berühren werden. Und ich von daher heute nur mal so einen ganz groben ersten Überblick geben möchte. Aber dieser Artikel, der bringt dieses Thema einfach hoch. Und wenn ich davon spreche, dass wir einen Totenkult leben, dann meine ich damit unter anderem auch, dass wir in einem üblichen Verhältnis zum Leben sehr schnell feststellen können, dass das Leben selber bekämpft wird durch das System, in dem wir uns hier wiederfinden. Das Leben selber wird ständig unter Kontrolle gebracht. Wir leben, man könnte sagen, in einem sehr lebensfeindlichen Umfeld. Und das ist ein Hinweis, der eben hier auch schon wieder so eine gewisse Paradoxie aufzeigt. Und immer da, wo die Dinge paradox sind, lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzugucken. Also dieses ganze Thema rund um den Tod ist hochinteressant und hält viele, viele, viele Überraschungen bereit. Und ich will dir nur einen Hinweis geben, den ich geben muss, um nicht selber missverstanden zu werden. Denn in Wahrheit gibt es eine gewaltige Lüge im Zusammenhang mit dem Tod, die ich unbedingt noch ansprechen möchte und die sich auch wieder in dem Beispiel offenbart, das ich eben genannt habe. Denn der Tod wird uns präsentiert als das Ende des Lebens. Oder man könnte es auch esoterisch ausdrücken, der Tod wird präsentiert als die Polarität gegenüber dem Leben. Ist auf der einen Seite das Leben und auf der anderen Seite der Tod. Oder vielleicht sogar konsequenter ausgedrückt, es wird so präsentiert, als gäbe es eine Dualität zwischen Leben und Tod. So wie die Nullen und Einsen zu finden sind in einem digitalen System. Null würde dann ganz treffend vielleicht für den Tod verwendet werden können oder fürs Leben, ganz wie man es will. Auch darüber könnte man je nach Philosophie und Ausrichtung streiten. Auf jeden Fall Leben oder Tod. Ich verstehe den Tod nicht als Polarität zum Leben, sondern ich verstehe den Tod als Polarität zur Geburt. Als eine Veränderung der Energie. Als eine Veränderung dessen, was geschieht. Bei der Geburt wird eine Bühne betreten, beim Tod wird sie verlassen. Und dieses Verständnis verändert alles. Auch bezüglich des Lebens, auch bezüglich der eigenen Position im Leben. Denn wenn der Tod nicht das Ende ist, dann ist er eben auch nicht dein Ende. Und dann bist du das, was ewiglich lebt und das nur auf eine bestimmte Art und Weise angebunden wird an das, was temporär immer wieder neu zusammenbricht und immer wieder neu erscheint. Und immer wieder neu deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist ein ganz interessantes und wichtiges Thema. Es ist ein Schlüsselthema, mit dem wir auch festgehalten werden. Und von daher ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Ich muss ehrlich sagen, ich häufig, wenn ich mit der Tagesenergie anfange, gar nicht beabsichtige, so tief in bestimmte Themen einzusteigen. Das kommt dann einfach. Und ich merke ganz deutlich, und vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass in den Dingen, über die ich spreche, jetzt auch wieder Themen nach oben kommen, über die ich entweder gar nicht sprechen wollte, also jedenfalls nicht öffentlich, das schon gar nicht, und selbst auch nicht in Kursen, sondern vielleicht hier und da mal in meinem Einzelgespräch. Und jetzt kommen auf einmal diese Themen so deutlich nach oben, dass ich noch vor ein paar Monaten dachte, naja, nächstes, übernächstes Jahr wirst du da vielleicht dann doch mal was machen. Und jetzt auf einmal merke ich, dass diese Themen ganz deutlich anklopfen. Für mich sind das Hinweise auf eine energetische Veränderung. Und diese energetische Veränderung, die machen wir nicht. Die machen nicht diese Trottel auf der Bühne. Und die machst auch du nicht. Sondern die entsteht und die läuft ab und wir erleben sie. Erleben. Du bist das Leben und das, was du erlebst, ist das, was
an dir vorbeizieht. Es ist wie ein Fluss, der an dir vorbeiläuft. Und du identifizierst dich und auf einmal sitzt du in dem kleinen Boot auf dem Fluss. Das ist kein Problem, solange du weißt, dass du in Wahrheit das bist, was dort alles beobachtet, was unsterblich ist, was schon immer war und immer ist. Aber in dem Moment, wo das vergessen geht, oder in dem Moment, wo das in die Vergessenheit gebracht wird, dann entsteht auf einmal etwas, das man Identifikation nennt und was uns bindet. Und im Moment wird sehr viel getan, um hier eine Veränderung bezüglich dieser Bindung und dieser Strukturen aufzubauen. Das sind Dinge, die haben nichts mit dem Äußeren zu tun. Ja, man wird parallel bestimmte Auslöser im Außen heranziehen, um bestimmte Veränderungen dann begründen zu können. Darüber habe ich schon so oft gesprochen. Es braucht immer eine Begründung. Corona ist die Begründung für all das, was jetzt geschieht. Und du merkst, diese Begründung, die kommt jetzt langsam ins Wanken. Und dann sind wir gleich beim nächsten großen, eigentlich sogar Hauptthema angekommen. Und das ist das Thema, über das ich heute unbedingt mit dir sprechen möchte. Ich nenne dieses Thema die Vertrauens- oder besser gesagt die Glaubenskrise. Und das ist das Schlüsselthema heute.